Uniformen sind Reliquien. Überall tobt der Krieg und es wird Opfer geben. Dieser Makarov kämpft seinen eigenen Krieg und er kennt keine Regeln, keine Grenzen. Er schreckt vor nichts zurück. Wirklich vor gar nichts. Gut. Wie gesagt, ich beschleunige das hier immer mal etwas. So. Schwarzer Bildschirm. Ich höre Ton. Ja. Alles klar. Kein Russisch. Gut. Kann ich sowieso nicht. Ist vorteilhaft. Ach so. Die Mission hier. Ja. Ne? So, Spiel ist gespeichert. Upsala. Aus Versehen auf die Taste gekommen. Wirklich. Also das war schwerer Finger. Und ich erzähle jetzt keinen Scheiß. Ich bin wirklich aus Versehen auf die Taste gekommen. Ich wollte gerade die Scheiben kaputt schießen. Dann mache ich das so. Laden wir mal nach. Oh, ja, wir haben noch ein paar Schuss. Jungs, ihr macht das schon. Ich bin nicht so der Typ, der hier auf Zivilisten ballert. Das finde ich nicht so toll. So, da hinten. Ah, oh, eine M4 haben wir auch noch. Dem sollte ich jetzt folgen? Irgendjemandem sollte ich doch folgen. Ah, es sind Stahlbücher. Guckt euch das mal an. Stahlbücher, super. Dem sollte ich folgen. Dann zerschießt die Blumentöpfe hier. Ach so, auf die darf ich schießen. Okay. Na dann schieße ich doch auf die, wenn die mich auch beschießen. Ich will hier nicht so dabei stehen und zugucken. Gespeichert. Gehen wir. So, ein bisschen Glas kaputt schießen. Oh. Ja. Also, man merkt, Call of Duty ist nicht ganz ohne. Kommt hier auch Glas? Ja. Ach so, ich will ja nicht. Vielleicht. Ich lade mal nach. Waffen und Munition überprüfen. Nachladen. Ja, dränge dich vor, du Sack. Ist echt nett. FSB ausschalten.
Granaten. Den da hinten nehmen wir auch. Immer schön auf die Füße schießen. Nachladen? Oh, verdammt. So, werfen wir mal ein paar Granaten. Ab auf die Füße damit. Ab durchs Fenster schießen. So. Nachladen. Zum Glück haben wir ja genug Schuss. Immer auf die Füße schießen. So, nachladen, hier nochmal verstecken. Damit wir hier nicht gleich abgefeuert werden. Dann laufen wir hier rum. Wir sollen dem Typi hier ja folgen. So. Hey. Ah, verstecken. Hier zwischen kann man auch schön durchschießen. Ja, ist ja gut. Den auch weg. Ah, der steht dann hier noch auf. Kann doch nicht sein. Ich dachte, der wäre schon weg. So, folgen, also hinterherlaufen. Steh nochmal auf, so. 30 Sekunden, los. Hier lang, los. Nehmen wir mal hier die M4. So. Korridor gesichert. Feuer einstellen. Alles gemacht. Ey. Erst helfe ich euch. Der Amerikaner dachte, er könnte uns täuschen. Leiche finden, wird Russland Krieg verlangen. Das ist ja super. Jetzt darf ich nicht auf die schießen? Und dann schießen die auf mich, danke. Sehr nett. Super fair von euch. Danke, Männer. Die Russen werden es nicht unbeantwortet lassen. Das wird unschön. Mhm. Allerdings... Aber in den Augen der Welt sind sie die Opfer. Niemanden wird es stören, wenn die Russen auf Amerikaner einschlagen. Makarov war einen Zug voraus. Jetzt hat er Tausende von Leichen zu Füßen eines Amerikaners hinterlassen. Nur wir wissen, dass es Makarov war. Unsere Glaubwürdigkeit ist mit allen gestorben. Wir brauchen Beweise. Zugriff. Tag 4. Sonderkommando 141. Verstanden. Irgendwas vom Rochas rechter Hand? Schon zweimal angehalten. Kein Zeichen von ihnen. Sie halten schon wieder an. Sekunde. Positive ID. Diese Kerle scheinen nicht froh zu sein, ihn zu sehen. Prost, wir haben hier ein Problem. Runter! Wow. Ja, das war der.
Cool. Unser Fahrer ist tot. Wir sind zu Fuß. Kerzpunkt beim Hotel Rio und in den Weg abschneiden. Verstanden. Bloß auf keine Zivilisten schießen. Nein, nicht aufschießen.